Das Deutschlandstipendium ist an Leistung gebunden, an Engagement gebunden, es ist einkommensunabhängig und es schafft die Möglichkeit persönlicher Kontakte zwischen Stipendiengebern und Stipendienempfängern. Neben dem BAföG, dem Bildungsdarlehen und den Stipendien der begabten Förderungswerke ist das Deutschlandstipendium die wichtigste Säule in der Studienfinanzierung. Wer in den Genuss dieses Stipendiums kommt, erhält 300 Euro monatlich, von denen 150 Euro von privaten Geldgebern stammen und die andere Hälfte legt der Bund dazu. Um das Stipendium zu erhalten, sind einerseits überdurchschnittliche Leistungen im Studium bzw. für Studienneuanfänger auch im Abitur erforderlich. Daneben wird gern gesehen, dass man sich gesellschaftlich oder ehrenamtlich engagiert. Und durch das Deutschlandstipendium werden aber auch Studierende gefördert, die sozial benachteiligt sind. Ich persönlich sehe das Deutschlandstipendium einerseits als Auszeichnung für bereits erbrachte Leistungen, aber zugleich auch als Ansporn und Motivation, in der Hinsicht dran zu bleiben und weiterhin bestmögliche Leistungen zu erzielen. Deutschland ist ja ein rohstoffarmes Land, von daher sind wir in Deutschland darauf angewiesen, dass wir gute Universitäten haben. Der größte Rohstoff, den wir hier haben, ist Wissen, ist Bildung, ist Innovation, ist Know-how. Und die Förderung von Deutschlandstipendien trägt einfach mit dazu bei, Deutschland als Bildungs- und als Wissensstandort auch stark zu machen und stark zu erhalten. Wir sprechen eine Vielzahl potenzieller Förderer an, regionale Unternehmen, aber auch Stiftungen, Verbände, Vereine, Kliniken, Kirchen und private Geldgeber. Ja, man muss erst mal ganz allgemein formulieren, dass Fördern eigentlich eine gelebte Solidarität ist zwischen der Bürgergesellschaft und dem Staat, zwischen Studierenden und ehemaligen Studierenden und zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft. Also es ist natürlich generell sinnvoll, Deutschland als Wissenschaftsstandort immer mehr zu stärken. Das ist eines der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Wenn man weiß, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten 2/3 der Gesamtfinanzierung der Hochschulen und Universitäten durch private Sponsoren und Unternehmer gefördert werden. In Deutschland liegt es bei 15%. Das ist relativ wenig und das muss geändert werden. Und ein Deutschlandstipendium ist sozusagen ein Mittel, um dieses weiter zu erhöhen. Unser Hauptanliegen ist neben vielen anderen Themen die Unterstützung der Wissenschaft und der Wirtschaft. Und im Zuge dessen versuchen wir, Projekte zu begleiten, die diese Ziele nachhaltig unterstützen. Grundsätzlich ist die Präsenz einer Universität für eine Region sehr positiv zu werten. Und wenn Sie daran denken, was in Halle beispielsweise mit dem Technologie- und Gründungszentrum und dem Biozentrum schon an Präsenz an dem Wissenschaftsstandort Halle erkennbar ist, dann glaube ich, kann man sehr gut sehen, dass die Unterstützung der Wissenschaft auch Früchte trägt. Man kann nur alle auffordern, die hier in der Region tätig sind, diese Stipendiaten zu unterstützen und Stipendien auch mit zu finanzieren. Wir haben eine sehr interessante Region, Mitteldeutschland, und wir sollten uns bemühen, dass wir auch attraktiv sind, auch attraktiv für Studenten und für die Zeit nach dem Studium. Möglichen Förderern würde ich sagen, sie können damit ihre Verbundenheit mit der Universität zeigen und sie leisten gesellschaftliches Engagement zur Förderung des Nachwuchses und vielleicht tun sie damit auch etwas Gutes für ihr eigenes Unternehmen.
Musik.